100 Punkte aus. Elias, was für ein Wochenende. Vier Starts, vier Holeshots, vier Siege. Ja, ich bin einfach sprachlos. Es war so ein geiles Wochenende. Die Strecken ist auch super. Es war ein starker Gegner auch dabei. Es war einfach witzig. Die Strecken ist jetzt schon ein bisschen hin, aber trotzdem so lustig zum Fahren. Also, freut mich immer wieder. Gratulation, ein tolles Wochenende. Danke. Ja, das schaut im Endklassement ja richtig super aus mit einem tollen Stockerplatz. Ja, ich freue mich richtig. War ein richtig schönes Rennen. Hab geschaut, dass ich schön weit vorne fahre. Guter Start. Einfach schauen, dass ich weit vorne dabei bin. Ja, tolles Wochenende für dich. Ja, richtig geil. Gestern am zweiten Platz, heute hoffentlich am dritten. Weil ich war im ersten Lauf Fünfter und jetzt Dritter. Jetzt muss ich schauen, hoffentlich werde ich insgesamt Dritter, aber war richtig geil. Ja, lass uns überraschen. Warten wir auf die Punkte und dann sehen wir es bei der Preisverteilung. Alles Gute. Danke. Leo, ich muss sagen, ein super tolles Rennen von dir. Richtig gut nach hinten abgedeckt und nach vorne geschaut, dass du noch gar nicht zum Elias Zobi kommst. Also toll, das Rennen. Ja, mein Start war nicht so gut. Ich bin als letzter weg, weil mein Gatter ist irgendwie, also ich bin gegen das Gatter gefahren leider, aber ich habe da noch ziemlich gut aufgeholt. Ich bin selbst erstaunt von mir eigentlich, sprachlos, aber war super. Ja, Motivation fürs nächste Rennen in Bergheim. Ja, also in Bergheim bin ich auch dabei, ich freue mich schon und mal schauen, was da rauskommt. Ja, jedenfalls heute mal ein tolles Ergebnis und nachher schauen wir, ob es für Stockerl ausgeht. Ha? Ja, schauen wir mal. Alles Gute, Gratulation. Danke. Jetzt die besten drei und hat sich auch sehr gefreut, haben auch schon vorher im Interview gehört. Leo Happ, toller Dritter, bravo. Zweiter, Mick Roda. Viermal Holdshot, zwei Pole Positions. Und vier Laufsiege. Mehr geht nicht. 100 Punkte von 100 möglichen Punkten. Auf Gasgas für Austria Suspension und MSC Fresach Millstätter See. Ich glaube, ein richtig großer Applaus für Elias Kobal. Diesen Bericht präsentiert Ihnen Brückeldesign, der Spezialist für Helmlackierungen. Und dein Markenzeichen ist dein Helm, individuell gestaltet von Brückeldesign. Brückeldesign, mit einem kreativen Helmdesign wird dein Helm dein Unikat und somit hast du dein eigenes Markenzeichen für dich. Brückeldesign, seit über 35 Jahren für Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger machen wir Helmdesign kreativ, schnell und einfach und kostengünstig. Wir von Brücke Design lackieren seit über 35 Jahren Helme.